So, Jungs und Mädels, schauen wir mal in den Zombie-Modus rein, wa? Zombie-Kisten, Ausrüstung, eigenes Spiel. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Solo, dass wir ein bisschen reinkommen. Okay, Schicksal und Glückskarten. Okay, also es gibt anscheinend bestimmte Karten, womit man seine Fähigkeiten aufwerten kann. Schicksal und Glückskarten. Okay, es gibt eine Leiste, wenn du Geld ausgibst oder Zombies killst, füllt die sich auf. 5 Karten kannst du mitnehmen. Dann kann man eine Karte wählen, wenn sie voll ist, und sie ausspielen. Okay. Okay, beim Wahrsager gibt es neue Karten, denn. Okay, wir haben die einzigen, die jetzt zur Verfügung stehen, schon ausgewählt. Waffenkits. Okay, die sind alle noch gesperrt, so wie es aussieht. Okay, mit Stufenaufstieg werden die freigeschaltet. Gut zu wissen. Zombie-Kisten, die kosten Schlüssel, okay. Okay, damit kann man Gegenstände bekommen. Epische oder legendäre. Entweder mit viel Chance oder wenig Chance. Okay. Dann gehen wir mal ins Solo-Spiel. Ausrüsten können wir nicht viel. Quartiere. Also kann man die Karte verändern. Das brauche ich ja nicht. Ich bin jetzt im Moment nicht online. Das ist ja auch nichts freigeschaltet. Okay, ist auch nur eine Karte im Moment. Also mal ich bin ausspielen. Willard Wyler, Meister des Makabren. Über 40 Jahre lang habe ich die schockierendsten, brutalsten und blutigsten Szenen aller Zeiten gedreht. Man kann mich als Genie des Horrors bezeichnen. Vor meiner Rente wollten die Leute mein Geheimnis wissen. Wie gelang es mir, dass alles so real aussah? Wenn ihr wirklich wissen wollt, was das Geheimrezept ist für einen Willard Wyler-Film, das ist einfach. Zunächst nehmt Schauspieler. Dann macht sie fertig. Hallo? Hey! Ihr meint hier? Sind wir hier auch richtig? Ich komme mir vor wie in einer dämlichen Reality-Show. Das ist eine Willard Wyler-Produktion. Der hat mal ein Casting auf einem alten Dampfer abgehalten und die nur zur Show versenkt. Was? Du meinst mit Schauspielern drauf? Wieso hat der eine 88? Ich war gerade nur ein Charakter. Der ganz links auf dem T-Shirt. Willard Wyler? Na endlich. Willkommen. Ihr wurdet alle auserwählt, um eine einzigartige Rolle in meinem Film zu spielen. Meinem Killer-Comeback. Aber ich warne euch, meine Methoden sind manchmal etwas extrem. Macht der Witze? Ich erwarte, dass meine Schauspieler alles geben. Ihr Blut, ihren Körper, einfach alles für die Rolle. Wir müssen erst die Stimmung schaffen, damit ihr euch wirklich in eure Charaktere hineinversetzt. Ihr werdet gleich Teil des Höhepunktes meines Lebenswerkes. Der Krönung meiner ganzen Karriere. Die erste Szene spielt in den 1980ern. Ich nenne sie Zombies in Spaceland. Haltet euch gut fest! Er macht keine Witze. Okay. Oh. Und du sagst, das ist alles nur Show? Vergiss das! Ich sag, hol mich hier raus!
Was soll denn die Sportjacke? Bling! Unsere Klamotten passen anscheinend zu den Rollen, die wir darstellen. Tja, und ich bin der Nerd. Ich glaub das alles nicht. Jawohl. Er schießt. Er trifft. Ekelhaft. Total episch. Genauso machen wir die Wichser fertig. Yes. Wie abgedreht ist das denn? Der Zombie-Modus war aber schon immer cool. Das mit den Aliens in dem einen Teil, das ging auch, aber Zombie-Modus finde ich immer noch am besten. Sind ja hier auch in den 80ern. Kannst und ja losgehen. Gut aufpassen, Mr. Willard. Ich bin jetzt hab ich die alte. Für meine Nahaufnahme. Naja. Spiel ich halt mit der Schicksal, ist auch nicht so schlimm. Das Make-up und die Kleider sind perfekt. Mal sehen, ob ihr auch gute Schauspieler seid. Erstmal reinkommen hier. Oh, wenn man zu nah dran ist, dann gut, frisst man schön Schaden. Wir laufen bestimmt noch welche rum. Und dass sie mich nicht gleich erwischen. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer einen am Leben gelassen und bin dann im Kreis gelaufen und habe erstmal alles wieder zugemacht. Das bringt am meisten Punkte. Ist nur manchmal ein bisschen tricky. Gerade wenn man dann so besondere Zombies hat. Auf die man besonders aufpassen muss. Die so langsam einfach und das geht ja alles noch. Mal gucken, ob ich heute noch ein paar Trophäen holen kann. Gut, dass ich offline spiele. Wohl online probiere ich nachher auch mal aus. Da kann ich auch nicht so viel quatschen. Sonst müsste ich es irgendwie umstellen, dass ich aus dem Chat raus bin und das während der Aufnahme noch quatschen kann. Keine Ahnung. Oder ich kommentiere es noch. Ich weiß es auch noch nicht. Okay. Wow. Ah, ich bin nicht gleich gestorben. Das ist schon mal schön. Das hat doch schon mal was. Und man erholt sich anscheinend ein bisschen. So, müsste jetzt alles zugenagelt sein, wa? Ist alles genagelt? Okay, der Kopf ist weg. Aber nicht mehr viel Mund, ey. Ja, wollen wir mal. Gucken, von wo sie kommen. Diese Kanone ist bald leer. Ich sollte etwas Munition finden. Keine Munition finden? Ich kaufe erstmal Karabiner. Das ist genau mein Stuff. Jawohl. Oh, es sind nur mehr als einer. Da lebt noch einer. Müssten sie, glaube ich, gewesen sein. Nur mal hoffen. Jetzt mal ernsthaft. Die Dinger sind doch nach 5 Sekunden wieder unten. Die hat auf jeden Fall coole Sprüche drauf, die Kleine. Zweier. Können wir eine entsorgen? Schnell weg, die wird wahrscheinlich schon zu nah sein.
Am Anfang geht das immer noch so mit den Brettern. Ich habe früher auch immer auf die Beine geschossen, weil das immer Punkte gegeben hat. Und so, dass man am Anfang möglichst viele Punkte kriegt, weil die sind am Anfang ja noch einfach. So, 6-mal hatte ich, glaube ich, früher auf die Beine und dann einmal in den Kopf. Das war das, wo das... Der Teil, wo das erste Mal der Zombie-Modus aufkam. Und so kann man eigentlich ganz gut durch, aber... Ja, gibt ja immer verschiedene Methoden. Jetzt halt immer die Punkte ablaufen. Ich bin mal gespannt. Das nächste Mal versuche ich mal eine Tür zu öffnen irgendwo. Und auch wieder in einen neuen Bereich kommen, dass ich mehr Laufplatz habe. Hier muss irgendwo ein Stromschalter sein. Das habe ich früher immer so gemacht, dann mir immer Platz besorgt und dann ging es ja dann besser. Das Beste ist, wenn man dann irgendwann komplett im Kreis laufen kann. Dann läuft das ja relativ easy. Wie die sich so schön stapeln. Schon herrlich. So, da hinten kommen noch welche, wie das aussieht. Weiß irgendjemand, ob das mit den Brettern überhaupt funktioniert? Ja, es verschafft ja wenigstens Zeit. Da sind zwei, ist hier noch einer, da ist einer. Da sind noch relativ viele. Hier ist dicht. Oh, mein Dings ist voll. Meine Karte. Meine Granatkarte. Aber die sind im Moment ja nicht so anspruchsvoll. Nützt eine Granate eigentlich nicht so viel. Mir dabei nicht einen Nagel ab. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Hier nicht. Oh, das ist praktisch. Das sollte man auf jeden Fall kaufen. Ah, ich dachte, man kann das später einsetzen, wie man will. Doch, ja, es ist unten. Man kann es so einsetzen, wie man möchte. Also Strom, ich muss mich um den Strom kümmern. Au, Strom ist an. Ah, hier kann man durch. Bereich frei machen. Oh, jetzt wird er schnell. Ich denke immer nur an Anleger? Was ist ein Anleger? Keine Ahnung. Spenden? Ich glaube, ich habe nicht genug Bargeld dafür. Nee, habe ich nicht. Souvenirmünzen. Oh! Das sieht wichtig aus. Ich behalte das besser mal. Mama braucht ein paar neue Schuhe. Wow! Schnell weg hier. Ziemlich großer Bereich hier auch. Sind hier unten Gegner?
Nee, hier bricht auch anscheinend nichts mehr durch. Weil ich in einem neuen Bereich bin. Hier kann man schön im Kreis laufen. Das hat auch schon mal was. So viel Munition kann man nie haben. Jawohl. Weiß irgendjemand, ob das mit den Brettern überhaupt funktioniert? Da geht's wieder weiter. Oh, hier, das ist der Wahrsager für die Karten. So, eine Münze brauche ich noch. Das Sportler-Outfit tragen sollen. Ich nehme die da mit ein wenig Bumm dazu. Und rein damit. Nur noch eine. Ach, die werden ja dann immer schnell. Ah! Sticker-Pakete, okay. Was sich alles gibt für Kram. Wow, hier muss ich schnell weg. Kann man damit überhaupt was anfangen? Feuerwehrfalle, gucken, die rennen bestimmt jetzt gleich wieder. Die Schrott. Kann ich wechseln? Ja, irgendwie schon. Ich hoffe einfach mal, dass das nur eine Attacke ist. Geht's weiter. Ratatatat, Jungs und Mädels. Jawohl. Besser als nichts. Oh, die platzen. Ohne Strom macht dieser Ort keinen Spaß.
passiert, wenn du versuchst, mich zu beißen. Gott, gibt's von denen noch mehr? Ist das umfangreich? Oh Mist. Würdest du dich nächstes Mal ans Drehbuch halten? Also im Einkaufszentrum bin ich schon mal nicht. Na toll. Selbstwiederbelebung, okay. Gut, dass ich das Zeug gekauft habe. Tot oder so? Na toll, die Waffen sind weg. Die Granate habe ich noch. Und ich habe noch ein bisschen Geld. Ah, jetzt habe ich die Münze. Oder was? Also das so. Ist genau das, was ein Mädchen genau, braucht. Genau, Überlebenszeug ist gut. Kommt man auch ein Stück weiter. Ach, ich habe meine Sachen wieder. Okay, bitte sag mir, dass es auf dieser Seite des Parks nicht so schlimm ist. Oh, dann eben nicht. Immer auf den Kopf schießen. Na klar. Ich sollte echt eine meiner Schicksal- und Glückkarten benutzen. Hm. Hast du recht. Erst wenn es sich lohnt. Euch reinhängen. Kommt oh nee, ist das nicht David Hasselhoff? Gottes Willen, der hat so Ähnlichkeit mit David Hasselhoff, das muss der sein. Kranke Kacke. Ach, durch die Energie kann man wahrscheinlich zwischen den Portalen irgendwie lang. Souvenirmünzen? Irgendwas war da auch mit Souvenirmünzen. Müsste man echt mal ein Erklärungsvideo zu sehen, das ist ja echt umfangreich. Bringen mir diese Kanonen gar nicht. Ja.
Okay, man kann den die Gliedmassen abschießen. Das ist natürlich auch interessant. Ich liebe es, wenn wir Munition bekommen. Hm. Hier muss irgendwo ein Stromschalter sein. Instant Kill, okay. Ich liebe es, wenn wir Munition bekommen. Dieses Ding braucht Saft. Ich hoffe wirklich, dass dahinter die Pack-a-Punch ist. Die was? Lustlose Performance. Eines Softpornos oder einer Vormittags-Shitcom würdig. Wo zur Hölle bin ich? Oh, hier schon wieder? Das ist ja geil, ist im Kino dann wieder. Kranke Kacke. Immer wieder so ein Wiederbelebungszeug holen. Ins Fundbüro. Das muss ich mich wieder zurechtfinden hier. Als ob ich das jemals getan hätte. Hm, die Zeit läuft auch noch ab und ich muss mein Zeug holen. Super. Da hinten ist wieder Belebungszeug. Ah, das ist gut. Also das ist genau das, was ein Mädchen hier braucht. Mhm. Sonnenbrillen sind einfach cool. Und Zombies. Oh, meine Waffe funktioniert nicht mehr. Boah, ich brauche unbedingt eine neue Olamun. Fuck. So, ich bin jetzt eben gestorben und ja, konnte mich nicht mehr wiederbeleben, hab ein paar Punkte gekriegt und anscheinend bin ich jetzt schon auf Level 3, denn es geht nicht mehr. Ich bin jetzt durch. Also Zombie-Modus-Testversion abgeschlossen, Kampagne-Testversion abgeschlossen, fehlt nur noch mehr Spieler, geht auch, glaube ich, bis Level 15 war das. Und dann ist finito und kann ich es wieder runterlöschen. Naja, dann probieren wir mal mehr Spieler, wa?